Herzlich willkommen bei einem neuen Tasting in der Freizeitlounge im heute etwas bewölkten Palais Freiluft. Wir gehen aber einfach einmal davon aus, dass das Wetter hält und freuen uns auf ein weiteres Tasting. Denn jeden Donnerstag bieten uns hier die besten Barkeeper der Stadt Einblicke in die wunderbare Welt der Cocktails. Wer selbst live dabei sein will und mit uns anstoßen möchte, kann ganz einfach sich auf unserer Homepage anmelden, freizeit.at/tasting. Und ich freue mich riesig, dass ich heute einen der innovativsten und spannendsten Barkeeper des Landes bei mir begrüßen darf, Kansuo von der Design Bar im 9. Wiener Gemeindebezirk. Herzlich willkommen, Kan. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Du nimmst uns ja heute auf eine sehr spannende Reise mit. Ja. Die Kulturgeschichte der Menschheit in Cocktails oder in Kulinarik. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen? Ja, also es geht eigentlich an sich halt vor allem darum, um die Kulinarik. Wenn du halt eigentlich an sich halt zurück in der Menschheitsgeschichte zurückblicken würdest, hat eigentlich an sich halt die menschliche Kultur durch die Nahrung sich ergeben gehabt. Also ich weiß noch von einem Buch, also von dem ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, aber die hat das mal in der Buchhalle wunderschön geschrieben gehabt, dass eigentlich an sich halt alle Kultur aus die Nord, also auf dem, weil du halt eigentlich Nahrung brauchst. Also ohne die Nahrung gibt es eigentlich an sich halt keine weitere Kultur. Mhm. Wenn es quasi musikalische Kultur ist, also Menschen müssen sich in erster Linie sich mal ernähren. Okay. Ja, ansonsten würden wir halt nicht so diese Fantasie haben, diese Kreativität haben, um halt über die anderen Dinge beschäftigen zu können. Jetzt geht es uns natürlich aber unter anderem doch auch um Getränke und auch alkoholische Getränke. Ist es so, dass Getränke unsere Kultur beeinflussen und umgekehrt? Ja, definitiv. Also Socializing ist halt eigentlich an sich ein gutes Beispiel, wo Menschen sich eigentlich gegenseitig kennenlernen können und auch unterschiedliche gemeinsame Ideen. Also wenn du beispielsweise auch die Geschichte halt von Moskau Mühle hat eigentlich, was jetzt mittlerweile halt sehr populär ist. Vor ein paar Jahren war das ja noch der Gin Tonic und jetzt ist Moskau Mühle sehr populär. Aber wenn du die Geschichte halt von Dennis so ein bisschen anschaust, da waren halt drei unterschiedliche Menschen, die halt komplett in unterschiedliche Bereiche gearbeitet haben, die sich dann zufälligerweise halt auch in der Bar getroffen haben. Einer hatte Wodka. Das war damals die Smirnoff. Einer hat ja Ingwer-Limonade verkauft gehabt und einer hat einen Kupferbecher hergestellt. Und diese drei haben sich in der Bar kennengelernt. Und so hat sich eigentlich an sich auch dieser populärste Wodka-Highballer-Drinks so ergeben gehabt, die nach dem Moskau Mühle genannt wurden. Mhm. Also schon sehr viel. Und angeblich ist auch, wo man halt eigentlich dann die Getreide kultiviert haben, war die Ausgangspunkte nicht nur, um dass wir die Fleisch damit ersetzen können, sondern weil wir halt eigentlich dann durch die Getreidedestillat Alkohol erzeugen wurden. Angeblich, aber das ist da wurde die Vergärung hat wahrscheinlich auch zufällig gestartet irgendwann mal und dann hatte man plötzlich Alkohol, ohne dass man sich dessen bewusst war. Ich denke, die Zufälle gehören einfach immer in der Menschheitsgeschichte, also in der Menschheitsgeschichte immer dazu. Und das ändert natürlich unsere Kultur, also wenn plötzlich Alkohol im Spiel ist, ja, wird es natürlich. Ja. Ich denke, das ist immer so ein Zusammentreffen, hat eigentlich ganz sicher von guter Zufälle, von richtiger Mensch in den richtigen Ort und mit dem richtigen Bedürfnis in dieser Zeit her gesehen. Was hast du uns denn so an Getränken mitgebracht? Kannst du uns schon ein bisschen geschmacklich darauf vorbereiten? Ja, sehr spannend. Also heute habe ich ja so ein bisschen ein Buch, die ich persönlich sehr gerne habe. Der Autor heißt Yuval Harari. Der hat drei wunderbare Bücher geschrieben gehabt und davon ist ein Homo Deus. Und da hat er so eine kleine Menschheitsgeschichte erzählt gehabt. Und dieser Buch hat mich auch sehr inspiriert zu meinem jetzigen Cocktailmenü, die auch bald bei uns in der Sandhalle geben würden. Und da würden wir halt so ein bisschen die kleine Menschheitsgeschichte so erzählen, vom Nomadismus bis in der jetzigen Gegenwart. Also woher kommen wir? Was hat uns eigentlich an sich damals interessiert gehabt? Was schmeckte uns damals und was schmeckte uns heute? Okay. Und das sind halt beispielsweise Drinks dabei, wo ich halt so die Nomadismus halt ein bisschen damit in eine Cocktailsprache umwandeln, Drinks mit Ziegenmilch, die nachher eigentlich dann von der mit Ziegenkäse und mit Ziegenmilch nachher geklärt, Drinks halt mit der fermentierten Litchi-Saft, Drinks nachher mit der Feuer, ja, so wurden natürlich auch Drinks mit der menschlichen Handcraft, also mit der Handwerk, also das ist schon... Okay, das klingt jetzt schon mal sehr spannend. Ja. Welchen Einfluss hat denn die Seidenstraße auf diese Entwicklung?
Du kommst ja aus einer, glaube ich, wichtigen Stadt auf dieser Handelsroute. Ja, ich komme halt exakt eigentlich von der Stadt, von wo auch die Seidenstraße losgezogen ist. Und Seidenstraße hat eigentlich unsere gesamte Gesellschaft nachher verändert. Davor, wenn zwei Lebewesen, also bevor die Seidenstraße, bevor es eigentlich das erste Handelswege gab, wenn zwei Lebewesen sich mit einer treffen, da war es nur drei Varianten. Ja. Entweder du tötest dich gegenseitig, oder ihr frisst sich alle euch gegenseitig auf, oder ihr habt dann nachher Sex miteinander. Okay. Und die Seidenstraße haben wir halt eigentlich dadurch gelernt gehabt, mit Menschen auch anders umgehen zu können. Das heißt, ich gebe dir das, was du brauchst, und ich bekomme halt von dir das, was ich vielleicht da brauchen würde. Mhm. Also das hat eigentlich an sich auch die heutigen Manieren, die Menschen und ebenfalls, ich meine, wir leben halt auch heutzutage vorhanden. Ja. Okay. Und also wir wissen halt alle, dass Handeln halt eigentlich dann auch einigermaßen beeinflusst hatte, dass wir halt heutzutage weiter weniger Kriege haben. Aha. Und das ist natürlich halt eigentlich sehr wichtiger geschichtlicher Verlauf gewesen. Also der Handel als Katalysator oder als... Exakt. Weil wir einfach anders mit Menschen oder anders mit Lebewesen umgehen würden. Wie war für dich persönlich eigentlich der geschmackliche Unterschied, als du von China nach Österreich gekommen bist? Ja, sehr viel. Also vor allem eigentlich sich auch, dass die Speise hier, die Nahrung halt für mich milder geworden sind. Mhm. Am Anfang war es halt für mich ein bisschen ungewohnt. Es war halt ein bisschen langweilig, es war halt eigentlich dann zu fettig und gleichzeitig auch ein bisschen zu weniger gewürzt. Also ich bin halt so ein bisschen wie der typische Inder gewesen, wo ich halt immer so selber nachher die Gewürze eingepackt habe, mitgenommen habe. Und überall muss ich immer so ein bisschen nachwürzen. Mhm. Ja, weil wie gesagt, ich komme halt von der Seidenstraße Stadt, wo die Seidenstraße rausgegangen sind, ist die Seiden ausgegangen und auf der anderen Seite sind halt die Gewürze in meine Stadt, von wo ich gekommen bin, hineingekommen. So ist eigentlich, als ich halt in China her gesehen, der Stadt, von wo ich gekommen bin, hat eine sehr multikulturelles Diversity. Ja, mhm. Also du hast eigentlich, als ich hatte so viele unterschiedliche Gewürze gehabt. Und im Laufe der Zeit verstehe ich nachher auch, dass Österreich liegt, das war ein bisschen von Standort hier auch ein bisschen ganz interessant zwischen katholischen Ländern und ebenfalls protestantischen Ländern. Also wir haben hier nördliche Seite hier. Da gibt es auch einen Unterschied? Ja, definitiv. Also die Kulinarik an Protestanten haben halt keine Mütter. Oder sie erwähnen halt nicht oft genug die Mütter. Also wenn du halt eigentlich dass halt in die katholischen Länder schaust, da hast du eine sehr stark über Generationen vererbtes Geschmack durch die Mütter. Okay. Also Spanier sagt definitiv, Mutter, Mama kocht am besten. Italiener, wir haben auch alle diese Fußballerfoto gesehen gehabt, who missed the Mama? Italiener, alle vermissen halt ihre Mamas. Ja. Französer genauso, Portugieser genauso. Ja. Die Interpretation, glaube ich, warum ich das gerade auch hier die Religion genommen habe, weil auch in den katholischen Ländern hier die Kulinarik anders interpretiert werden als in den protestantischen Ländern. Okay. Der Jesus sagte, ist das Brot, das ist ein Stück von mir, ja, oder trinkt das Wein, das ist mein Blut. In protestantischen Ländern sind halt erst so die Familie hat auch ein bisschen mehr zerfahren, aber dafür natürlich arbeiten sie halt sehr effizient. Ja. Genau. Deswegen haben wir halt eigentlich in Österreich hier auch einen ganz interessanten Standort, weil wir können uns immer aussuchen, ob wir halt eigentlich dann zu die effiziente Deutsche angehören wollen oder ob wir halt eigentlich dann zu die Lifestyle Italiener halt eigentlich angehören wollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch das, was eigentlich an sich in Österreich auch wunderbar nachher die Lebensqualität nachher ausmacht. Okay. Ja. In deiner preisgekrönten Bar Design, sorgst du ja schon seit Jahren für wirklich intensive Geschmackserlebnisse, aber du machst auch die Klassiker, Negroni, Martini und Co. Was sagen die eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Ich glaube, die waren ja auch früher, so vor 60, 70 Jahren, waren die Cocktails wesentlich stärker als heute, oder? Definitiv. Wir haben halt früher auch viel mehr gearbeitet. Okay. Also es ist ja, wenn du jetzt hier, man merkt halt wirklich auch beispielsweise in der Zeit, wo halt eigentlich dann der James Bond, der trockene Martini halt sehr populär war. Der ist ja war wahnsinnig halt stark in Wahrheit. Ja, ein wahnsinniger, kräftiger Drink. Ja. Und dann ist es eigentlich also ein sehr hoher Anteil von Wodka oder Gin, die halt hineinkommt und nur ein Dash, ganz wenig halt von Wermutwein. Oder wenn du halt beispielsweise halt eigentlich halt Vesper beispielsweise anschaust, da kommen halt Gin oder Wodka und nur ein bisschen ganz wenig einer sehr kinilastiger Wermutwein. Da siehst du halt eigentlich sich auch da, dass es ein Aufstieg der Kapitalismus da hier war. Mhm. Also du siehst wirklich interessant die Kurve, wo halt eigentlich die Menschen halt eigentlich dann angestrebt haben, viele gearbeitet haben, um halt einfach deine finanzielle besser gehen lassen zu können. Okay. Da haben sie auch viel mehr trocken und viel mehr kräftiger getrunken gehabt. Also das sagt eigentlich an sich halt eins aus, je mehr du arbeitest, desto mehr Alkohol brauchst du, um halt eigentlich an sich auch wieder die Balance finden zu können. Gibt es auch moderne Klassiker, also aus unserem aktuellen Jahrhundert und was sagen die über unsere Gesellschaft aus?
Ja, die neue Klassiker sind beispielsweise die bekanntesten Beispiele hier bei uns in der deutschsprachigen Raum, ist definitiv einer von Jörg Meyer aus der Ballet de Jung in Hamburg, der Jim Bezos Mesh. Ja, italienischer Lifestyle. Mhm. Genau. Das heißt, ich verdiene halt ein deutsches Gehalt oder ein Hamburger Gehalt, aber ich würde halt gerne so leben wie Italien. Okay. Das meine ich halt vorher so in dem Sinne. Du siehst es wirklich auch dieser Verachtungskette hier, dass die Deutsche halt eigentlich an sich alle wirtschaftlich her gesehen nach Süden halt quasi verachtet. Das heißt, die Deutsche finden halt in Österreich nicht so effizient beim Arbeiten oder vielleicht ein bisschen möchte gerne Italiener. Österreicher verachtet halt ein bisschen von dieser Punkte hier mehr Italiener und Italiener von Lifestyle hier verachtet halt eigentlich die Österreicher und Österreicher sagen zu den Deutschen, ihr wisst ja nur zu arbeiten. Ah, okay. Also der Jim Bezos Smash ist definitiv einer der neuen Klassiker, der ziemlich eigentlich an sich Impuls der Zeit getroffen hatte. Auch einer über die Globalisierungen und sehr simpel, Gin, Zitronensaft, Zucker und jede Menge Basilikum. Mhm. Ja. Und ja, das ist... Das heißt, wir sind heute ein bisschen lockerer, leichter. Locker, leichter, süßer, sauer, balancierter Drinks sind halt eigentlich dann viel mehr heute beliebter als eigentlich als ein trockener Alkohol-Mischung kräftiger Drink. Mhm. Ja. Ich glaube, unsere Gäste sind schon da und die sind sicher genauso neugierig wie ich auf unser heutiges Abenteuer. Und wir freuen uns auf eine Reise zur Seidenstraße und durch die Menschheitsgeschichte und natürlich auf die Cocktails von Kansuo. Wer das nächste Mal live dabei sein will, freizeit.at/tasting. In diesem Sinne, cheers!